Tati, tu was! Bitte! Okay, gut, ich meine, okay, ich bin tot. Aber ich meine, selbst wenn ich jetzt den letzten Krieger treffen sollte, der jetzt noch hier lebt, wenn es überhaupt noch einer ist, dann, so ein bisschen Energie, könnte ich jemand nachschießen, ne? Okay. Da, jetzt kommt natürlich genau jetzt schon wieder das Dreckspanzer-Wichser an, ne? Ich kann es einfach mal versuchen, so ein bisschen hier rumzumessen. Tati, hilf mir doch mal! Du dumme Fotze, echt. Die ist so dumm, ne? Ey, die ist dumm wie Scheiße. Die ist so dumm. Anstatt dass sie jetzt mal zu mir kommt, so wegen Achtung, Bruder, schieß auf das Herz. Ich halte die Gegner vom Leib. Chill die irgendwo in der Ecke. Boah, das kotzt mich an. Diese dumme KI des Partners, ne? Alter Vater. Ja, lade. Das kann hier echt eine lange Geschichte werden hier mit dem Endgegner, ne? Ja, schieß mich direkt mal ab, du Wichser. So, aber jetzt können wir schon mal direkt hier leistungsorientierte Arbeit. Hörst du wohl mal auf? Ich sehe noch nichts mehr. Okay, dann haben wir den noch auf X. Oh, Platz! So, ihr Wichser. Ich glaube, eine andere Waffe wäre jetzt hier auch nicht unbedingt sinnvoll. Okay. Kämpf dich zum Kreis vor, bitte. Danke, okay. Ja, ich hab... Boah, immer dieser Scheiß-Tipp, ne? Immer dieser Scheiß-Tipp. Ah, okay, da hinten. Okay. Tati, was machst du denn da? Was machst du da? Mal kurz aus dem Getümmel raus. Hör auf, Leute anzuvisieren. Ja, es sind ja nur 500 Leute bei mir jetzt gerade, ne? Es geht ja noch. Okay. Den ersten haben wir schon mal. Muss ja immer mit kleinen, positiven Nachrichten anfangen. Okay, Moment. Wen haben wir denn hier überhaupt im Angebot? Ich hab gar keine Ahnung. Ich hab die Übersicht leider verloren. Du musst schon mal neue Energie holen? Ich weiß nicht. Die ist ja natürlich weg, ne? Oh, ey, schlag dich doch mal bitte durch die Energie, du Vollidiot. Gerade sagen, wenn du den jetzt noch nicht getroffen hättest, ey. Genau. Auf jeden. Ich bin echt... Also es ist ein aufreibender Kampf. Einer der schwierigsten Bosskämpfe meiner Let's Player-Zeit. Auf jeden Fall. Okay. Fang schon mal das Bötchen wieder raus. Ich will gar nicht weglaufen. Ich gebe mir nur das Herz frei. Mach doch mal bitte. Hallo. Hallo. Ich hab getroffen, okay. Du, zwei Energiebalken sind schon wieder komplett fast weg. Ey, ich hoffe nicht, dass ich ihn 10-mal treffen muss oder so. Das wäre nicht so toll. Ich will da hinten nochmal kurz die Energie holen, weil ich hoffe, das ist nur 3-mal. Also, je nachdem, wie das Spiel halt denkt. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Wenn das Spiel sich denkt, okay, das ist unmöglich, die ganzen Wächter dabei zu töten, während man da drauf schießt. Sie will mal einfach gefickt. Dann würde ich sagen, okay, 3-mal könnt ihr hinhauen. Wir müssen mal wieder hier in Richtung Action so ein bisschen. Ach Mann, ich dachte, ich zerteile noch mit dem Hinterherschlag. Der gute alte Hinterherschlag, wer kennt ihn nicht? Oh, komm, weg mit deinem Kopf. Ist eh nicht so schön. Boah, verreckt. Das Problem ist, wenn die nämlich blocken, dann ist nämlich schon direkt der nächste Wichser mit Panzerung. Und ich komme. Das Schlimme ist einfach, ich will einfach nur dahin, ne? Und die Leute, die gehen mir sowas von geil auf den Sack. Oh, wobei, jetzt hat die Tatja so einfach raus, oder wie? Ach, guck mal, nee, doch. Bitte hol deinen Bogen raus.
Danke. Ui. Verschwinde. Was das nicht? Nee. Ach, schade, Mann. Ich hatte Hoffnung, ich hatte Hoffnung. Als wenn diese Spackenviecher nicht schon reichen würden, ne? Ah, finde ich aber schon echt. Also, das. Ich habe ja die Endgame so ein bisschen kritisiert hier, aber den finde ich richtig cool. Also, vom Design her, von der ganzen Idee. Und mega gruselig vor allem. Spinnenspacken, ey. Okay, schon wieder, schon wieder. Okay. Also, okay. Momentan geht's aber eigentlich klar mit dem Schaden und so. Gut, dann fünfmal. Fünfmal sehe ich auch noch einen, auch wenn das jetzt schon so langsam knapp mit der Energie wird. Oh mein Gott. Er ist tot! Er ist tot! And so at last my journey was over. This had been the fracture. This was the point where fate had stumbled and the Kasai intervened. But Rao did not die at the hands of his sister. And treachery did not once again splinter the Rakus. The Oracle's work was done and destiny had been corrected. May BC Lord of the Kasai lay slain and his army scattered. The three kingdoms were released from Hassa's cold grasp and the spells restored to their rightful place. Through her mark, May BC had been poisoning Tati's mind, working to turn her against Rao and finally defeat the Rakus. But Tati was strong, and the blood of her forefathers ran thick in her veins. All the darkness in the Three Kingdoms could not turn her against her brother. They were both of the line of Uto, and legends in the making. Wir haben es geschafft, oh mein Gott. Oh, aber letzte Kampf war schon cool, doch, muss ich schon sagen. Auch wenn ich mich beschwert habe, okay. Ja, bitte speichern, gerne, gerne. Jo. War schon ein hartes Stück Arbeit. So, ich gucke gerade mal, jetzt sind wir bei 22 Minuten und in etwa 17 Sekunden Verzögerung. Ja, ist wieder im Rahmen. So cool, wie ich das irgendwie jetzt geschisselt bekomme. Tiru, ja, okay, das ist auch wieder ein Level. Ah, genau, wir wollten ja nochmal zu Gris und Baumusu zurück. Das heißt, theoretisch sind wir jetzt mit Rao und Tati am Ende, glaube ich. Aber ich will jetzt hier noch einmal hin. Und zwar will ich einmal mit Tati und betrügen. Ich will wissen, ob ich hier steuern kann. Das wäre natürlich cool. Ich schneide es eben raus, bis wir wieder zu dem Betrüger-Dings kommen. So, wir sind wieder da. Tati, will you betray Rao? Yes! Mal gucken, wie es jetzt wird. So, die Sequenz war jetzt gerade die gleiche. Die habe ich jetzt gerade weggedrückt. Habe ich denn jetzt auch Superfähigkeiten? Oder kann ich ihn jetzt einfach nur angreifen? Nö, will ich nicht speichern. Wow. Ich bin echt nackig und ich habe sogar Tittenphysik und ich bin unbesiegbar. Das ist ja geil. Seht ihr das? Moment, also jetzt... Erstmal nackig, das seht ihr wahrscheinlich. Aber mit den Titten. Moment. Wupsa. Wupsa. Bin ich gut. So, okay, dann töte ich mal meinen Bruder, ne? Die, Motherfucker! Aber ich kann auch meinen einen. Also, ich kann mit der Super-Tati aber auch den irgendwie töten. Ich bin ja noch nicht so ganz drüber im Klaren, was jetzt genau hier Sache ist. Auf jeden Fall bin ich unbesiegbar. So, jetzt ist er tot, ne? Hab ich gut gemacht, ne? Okay, also ich glaube, das hat sich da eigentlich nichts geändert. Wahrscheinlich, oder? Nee, ist genau das gleiche, okay. Gut, aber interessant zu wissen. Wir haben aber auch keine Superfähigkeiten und gar nichts. Gut, dann ist es halt so. Ne, okay, gut. Jetzt sag ich nochmal ein paar Mal gut und dann ist es auch langsam gut. Jetzt gehen wir ab nach Tiru. Letztes Level. In all of her years, Tati never had a choice. She was born cursed,
and her life was never her own. Now, for the first time, she is in control of her own destiny and will answer to no one. In their haste, the Rakus protected the spell and forgot about the person. Tati Utu has now created her own path. Who knows where it will lead? Kuzo, spirit guide, you have done well. Calm has been restored to the heavens, and destiny prevails. The gods owe you their favor. You shall be remembered for this. It is time once more for you to take up your charge and go about the tasks set forth in your destiny. You are a spirit guide. You are a scout for the great Wao Utu, sent from the heavens to steer him in his many adventures. Your master is a legend who shall roam the three kingdoms, protecting it from Hasa and the evil of the Kasai. The security of the three kingdoms rests in his calloused hands, while his safety falls on your shoulders, spirit guide. You are his guide, teacher, and chronicler. Go from here, back to the beginning, back to your first meeting. Then guide him well, Kuzo. There are many adventures ahead. Okay. Ist es jetzt quasi das, was ich jetzt nachspiele, das erste Treffen von Bamusu, Guis und Rau? Das wäre natürlich cool. Aber natürlich nehmen wir den Fetten wieder. Ist ja klar. And so this story draws to an end. Or maybe it stumbles across its own humble beginnings. As soon as we reached Tiru, I flew ahead quickly and guided the Rakus to the marked child that maybe she sought. Tiru was under siege, and Kasai troops were everywhere looking for the infant. I found her, hidden away in an ancient temple. Screaming and terrified, she had attracted the Kasai's attention. All that stood between her and them were the valiant efforts of her brother. Just a boy, but somehow managing to keep the Kasai at bay. Tatsächlich. Da finde ich jetzt cool. Das ist quasi noch die Vorgeschichte von Mark of Kui und die Vorgeschichte von allem, was wir jetzt hier in Rise of the Kasai erlebt haben. Das finde ich schon echt cool. Ah. What the fuck? Wo bin ich? Ach, da bin ich, guck mal. So, Moment. Ich mache hier wieder einen kurzen Schnitt. Nur wegen Verzögerung und so, dann muss ich nicht ganz so viel bearbeiten, ne? Also, bis gleich.